Hallo YouTube und herzlich willkommen bei Wotan sorgt. Ja, der letzte Part für diese Aufnahmesession. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei Brett- und Kartenspielen. Gut, Jenga war jetzt nicht unbedingt ein Kartenspiel und auch kein Brettspiel. Aber wie gesagt, das haben wir auch sehr häufig gespielt. Ja, dann, was habe ich generell sonst noch gespielt, mal abgesehen von Brettspielen und so. Wie gesagt, ich habe mich mit Lego sehr beschäftigt, mit Duplo, mit Fischertechnik, die es damals ja auch noch gab. Ja, Fischertechnik war super spannend. Das war die, man, mehr oder weniger, immer, ich nenne es immer gerne Lego mit Elektronik. Also es war super, also Fischertechnik war der Wahnsinn. Die haben ja dann mit Zahnrädern gearbeitet und Motörchens und hier und da und hast nicht gesehen. Das war echt ganz witzig. Dann kam ich in die Phase, wo ich mit Modellbau angefangen habe. Das ging relativ früh bei mir los. Ja, also Modellbau. Ja, das klingt wieder richtig nerdig, ne? Irgendwie war ich doch früher auch so ein kleiner Nerd. Ja, ich habe zum Beispiel die Titanic nachgebaut. Allerdings, ne? Das war mal eins meiner schlechtesten Projekte, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Die ist echt schlecht geworden. Dann die USS Enterprise habe ich nachgebaut. Nicht das Raumschiff, sondern den Flugzeugträger. Und dann habe ich dann mich spezialisiert auf Kampfjets. Weil ich wollte als Kind unbedingt Kampfpilot werden. Das wurde aber relativ schnell zunichte gemacht, weil ich einen Augenfehler habe, einen angeborenen. Was mich auch dazu getrieben hat, dann keine Ausbildung auf der Baustelle zu machen. Was ich eigentlich auch gern gemacht hätte. Nachdem ich dann erfahren habe, dass ich kein Kampfpilot werden kann. Ja. Also das war mein Traum und deswegen habe ich mich dann auch relativ schnell auf Kampfjets spezialisiert. Hab da wirklich alles gebaut, was es als Modelle gab. Vom Transportflugzeug bis hin zu der MiG-28 habe ich wirklich alles gebaut. Und ja, gut, die meisten Modelle habe ich leider nicht mehr. Ein bis zwei habe ich noch. Die stauben irgendwo im Keller unten zu. Und ich bin mir sogar am Überlegen, ob ich damit wieder anfange. Weil es irgendwie schon sehr interessant war auch, was man so alles bauen kann. Und wie genau man es bauen kann. Und vor allem auch die Farbauswahl, ne? Allerdings müsste ich jetzt erstmal wieder mich in die Szene reinfinden und wieder einen Laden finden, der noch irgendwelche Modelle anbietet, weil das ja auch ausgestorben ist, mehr oder weniger. Leider Gottes, es war so ein schönes Hobby und man hatte früher so viele Freunde dabei, weil fast jeder früher Modellbau getrieben hat. Warum auch immer. Naja gut, aber es war auf jeden Fall eine breite Szene. Jedenfalls da, wo ich aufgewachsen bin. Weiß nicht, wie es hier in Deutschland war, aber in der Schweiz war die Szene schon echt breit gefächert. Von den Reichen bis zu den Armen waren wirklich alle mit dabei. Die Modelle kosteten ja auch nicht ganz so viel. Oh, jetzt sehe ich gerade, ich muss den Drescher tanken. Oh. Das könnte eng werden mit dem Benzin. Oh. Da habe ich jetzt geschlafen. Haben wir geschlafen? Natürlich haben wir geschlafen. Na, wer hat das gesagt? Na, wer war's? Wer war's? Die Auflösung gibt's in der nächsten Folge. Nein. Quatsch, es war Franz Beckenbauer. Oh. Ja, der Franzl. Gehört übrigens zu einem Verein, der zum Beispiel bei mir ganz weit unten steht. Sehr, sehr weit unten. Es gibt nur noch einen Verein, der noch tiefer steht. Naja, okay. Gut, Themawechsel. Ja, wie gesagt, Modellbau, Fischertechnik, hat alles, was irgendwie Fingerfertigkeit gefordert hat, obwohl ich ein Grobmotoriker bin. Aber ich habe mich da auch relativ gut angestellt, dann nach den ersten 10 Modellen. Die ersten 10, die waren nicht ganz so, ne? Aber danach, da lief es dann. Also man muss sich ja auch in die Materie erstmal einfinden und wissen, wie man was zu machen hat.
Ja. Und als ich das wusste, da hatte ich das dann schon richtig im Griff. Gut. Ja. Was gibt es noch? Was habe ich noch gemacht? Ja, verstecken, ne? Räuber und Gendarmen. Solchen Quatsch haben wir früher noch gemacht gehabt. Wir waren sehr viel draußen, wenn wir dann mal Freizeit hatten. Also muss man ja auch dazu sagen, ich hatte nicht sonderlich viel Freizeit in meiner Kindheit. Es lief bei uns eher so ab, entweder hast du Schule oder hast Land, oder musst in der Landwirtschaft aushelfen. Also aushelfen, ne, musst in der Landwirtschaft helfen. Wir hatten am Tag, werde nicht lügen, ungefähr eine Stunde Freizeit. Den Rest haben wir entweder mit der Gruppe verbringen müssen oder halt in der Schule sein müssen oder in der Landwirtschaft sein müssen. In dieser Stunde mussten wir halt auch unsere Hausaufgaben machen und hatten dann halt noch ein bisschen Zeit, um soziale Gepflogenheiten auszutauschen. Also wir durften dann doch auch ein kleines bisschen spielen. Aber viel war da nicht. Und wenn wir dann gespielt haben, dann haben wir uns dann wirklich, ja, wenn wir dann uns von den Modellen losreißen konnten. Ja gut, die haben wir sowieso meistens eher im Winter oder im Herbst so angefangen zu machen. Und im Frühling, Sommer war dann halt die Zeit, wo wir dann Fußball gespielt haben, wo wir Verstecken gespielt haben, Räuber und Gendarmen und ich weiß nicht, kennt ihr das? Nee, das kann ich auf Deutsch noch nicht mal übersetzen, das ist irgendwie nach was nach dem Spiel an sich anhört. Kick den Kübel oder so. Das ist sowas ähnliches wie Verstecken, nur dass ihr da euch verstecken müsst und wenn jemand gefunden wurde, dann bestand die Möglichkeit, dass einer aus seinem Versteck rauskommt und vor dem Typen, der suchen muss, der zu dem Kübel hinrennt und den Kübel wegtritt. Reden ist heute eine Kunst. Nein. Empfehlenswert ist natürlich einfach nur eine Büchse zu nehmen. Ja, das haben wir auch sehr viel gespielt. Aus dem einfachen Grund, weil wir da einfach immer ein bisschen geschummelt haben und dafür gesorgt haben, dass immer der gleiche suchen muss. Und dann ging eine Runde meistens dann ungefähr so lange, wie wir halt die Freizeit hatten. Ja, also der war wirklich eine gute Stunde damit beschäftigt, uns zu suchen. Gut, dann haben wir sehr viel Eishockey gespielt. Ne, Schweiz, ganz klar. Im Winter natürlich. Haben wir Eishockey gespielt. Ja. Wir hatten uns Banden gebaut in der Schreinerei. Haben wir uns so Holzplanken gebaut und Pfosten und allen möglichen Krimskrams und haben uns dann den Hof, den wir jeden Samstag fegen mussten, im Winter einfach eingefroren, damit wir das eben nicht mehr mussten. Das war für uns eigentlich der Grund, warum wir es eingetan haben. Ja, und nachdem wir das dann gemacht hatten, kam dann irgendwann mal einer auf die Idee, hey, wir könnten doch da drauf Schlittschuh laufen. Ja, dann haben wir das natürlich in Angriff genommen, ja, haben dann angefangen, Schlittschuh drauf zu laufen. Und dann kam dann auch die Idee, dass wir uns Banden machen könnten im Werkunterricht, weil wir durften uns in dem, das muss ich sagen, es war richtig cool. Nein, ich habe keinen Bock, Rasen zu mähen, ganz ehrlich nicht. So, das war echt cool. Wir durften uns in der Holzverarbeitung immer selbst aussuchen, was wir machen wollten. Ja, und dann haben wir halt dann gesagt gehabt, wir möchten uns Banden machen, die wir dann auf dem Platz aufstellen können, um die Eisfläche A einzudämmen und B halt darauf Eishockey spielen zu können. Ja, gesagt, getan, haben wir dann gemacht und 3 Jahre später, na, aber es war ein langes Projekt, weil wir einen großen Platz hatten. Also wir haben ja kein Original Eisstadion gemacht oder so. Wir haben einfach das ganze Feld eingezäunt. Und dieser Fläche, muss man sagen, hätten problemlos das ganze Heim drauf Platz gehabt. Und das waren immerhin dann doch so 60 Einwohner.
Also könnt ihr euch vorstellen, wie lange wir auch an den Banden und den ganzen Festigungsmaterialien gesessen sind. Hoppala. Falsche Taste gedrückt. Ja. Na, also, solche Sachen haben wir dann halt als Kind gemacht. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Ja, und dann natürlich, ja gut, wir konnten halt nur einmal in der Woche durften wir nur Fernsehen schauen. Das war ja auch mit ein Grund, warum wir uns so viel beschäftigt haben, weil wir nur einmal in der Woche Fernsehen gucken durften. Und da haben wir uns dann alle entschieden, dass wir uns einfach durch Sportschau angucken, weil wir waren alle Eishockey begeistert damals. Und haben uns dann gesagt gehabt, weißt du was, wenn wir schon einmal die Woche dürfen, dann gehen wir Samstag und gucken uns die Sportschau an. So. So lief das damals noch. Ja, und wir durften jedes zweite Wochenende durften wir dann das Heim verlassen und nach Hause gehen. Also durften, in manchen Fällen mussten. Also ich gehöre jetzt zu beiden Fällen. Also ich durfte und musste. Ja. Dazu möchte ich nicht weiter reden, weil das ist dann zu persönlich. Gut. Dann eben die Konsolen und so, die hatten wir ja im Heim sowieso nicht. Aha, schon wieder falsche Taste. Ich wollte eigentlich nur die V-Taste, nicht die B. So. Ja, dann zu Hause hatten wir halt dann auch unsere Konsolen. Zum Beispiel ich mein Atari. Wo wir dann auch, kennt ihr das noch? Das Uralt-Tennis. Mit dem Balken, den ihr hoch und runter fahren konntet. Und dem kleinen Punkt, den ihr da, ne, hin und her schießen musstet. Oh, Wahnsinn. Das war so toll. Oder Ballerburg. Ballerburg haben wir auch sehr viel gespielt. Das war auch so ein Konsolengame für den Atari. Und ja, da habt ihr dann einfach Katapulte gehabt auf beiden Seiten und musstet einfach nur eine Burg zerstören. Ist vergleichbar mit Worms. Ich glaube, das war die Urmutter von Worms. Ein super Spiel. Es war super. Also genial. Nur halt, hatten da halt nur Steine und nicht, wie es mittlerweile bei Worms ist, vorher. Na, ihr habt ja da ein ganzes Arsenal mittlerweile. Das ist ja übel. So. Ja, das waren dann die Konsolengames, mit denen ich angefangen habe, die ganze Welt zu entdecken. Dann kam der erste PC, den wir hatten. Unser Commodore C64. Kennen bestimmt die wenigsten jetzt noch. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wie alt meine Klientele ist, die hier guckt. Und ich glaube, dass nur zwei oder drei meiner Zuschauer den Commodore C64 noch kennen. So, also jetzt aus eigener Erfahrung. Jetzt nicht allgemein kennen, sondern aus eigener Erfahrung, weil sie ihn selbst benutzt haben könnten. Danach hatte ich ein Amiga 500, ein Amiga 2000 und dann kam ein 3, nee, doch der 386er. Ich hatte keinen 286er, den habe ich übersprungen. Ja, wer kennt den 286er noch? Oder den 386er? Der 386er, das war der erste PC, auf dem Windows lief. Windows 3.1. Das war eine Innovation. Das war echt eine Innovation. So, mit dem 386er habe ich so lange durchgehalten, bis ich dann meinen ersten Intel Pentium hatte. Das war der Pentium 120. Da war ich eine Turbomaschine in meiner Nachbarschaft, also ganz ernsthaft. Mit meiner 32, nein, doch, 16,8 Kilobit Leitung, ne, so war ich da der Oberking. Alle haben mich beneidet und alle wollten auch und ja, ne, und ich hatte halt. Habe ich mir auch selbst erarbeitet und alles finanziert. Jo, wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Weiß ich gar nicht mehr, aber ich überlege es mir. Bis zur nächsten Folge weiß ich es dann wieder. Jedenfalls ein Teil davon.
Weil diese Folge hier endet auch gleich schon wieder. Hey, wenn man so über Themen diskutiert, dann geht die Zeit viel schneller vorbei. Faszinierend, ne? So. Voilà. Hier stellen wir das Ding mal ab. Dann habe ich gesehen, dass wir gerade eine Rapsnachfrage haben. Ich werde jetzt noch einmal Raps verkaufen gehen. Das wird also wieder Überlänge. Tut mir leid, liebe Leute. Aber in dieser Folge habe ich euch viel erzählt. Auch viel über mein Privatleben. Also, ne, mein Privatleben in der Kindheit. So, das aktuelle Privatleben bleibt erstmal außen vor. Es sei denn, ihr stellt mir eine konkrete Frage, die nicht zu persönlich ist. So. Jetzt ist die Frage, was ist nicht zu persönlich? Ne? Überlegt, denkt nach, stellt mir die Frage. So. Ja. Naja, also ich bin ja durchaus in der Öffentlichkeit mittlerweile durch diese Let's Plays und man kann ja nicht ständig sein Privatleben komplett draußen lassen. Irgendwann wird der Moment kommen, wo. Na, also, abgesehen, es sei denn, meine Zuschauerschaft wächst nicht, was ich irgendwie glaube. Dann kann man dem Privatleben natürlich schon aus dem Weg gehen. Allerdings, wenn die Zuschauerschaft wächst und das Interesse wächst, dann werden irgendwann auch die Fragen kommen. Das ist ganz klar. Dessen bin ich mir natürlich auch bewusst. So, ich fahre jetzt noch den Raps zum Güterbahnhof. Ich glaube, bin ich schon falsch abgebogen. Nein, 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 das war richtig. Das war alles richtig. So. Und wenn ich am Güterbahnhof angekommen bin und das abgekippt habe, liebe Leute, schließe ich diesen Part. Hoppala. Tut mir leid, der kleine Leck. Ja. So ist das. Wie gesagt, wenn ihr was über mein Privatleben wissen wollt, was nicht zu persönlich ist, überlegt euch eine Frage. Und wie könntet ihr das am ehesten richtig machen? Wie könnt ihr am ehesten eine Frage stellen, die ich dann auch beantworte? Indem ihr euch selbst vorher eine Frage stellt. Was für eine Frage würdet ihr nicht beantworten wollen? Vor, sagen wir mal, man weiß ja nie, wie viele Zuschauer man kriegt. Sagen wir mal, vor 100 Leuten. Wenn ihr vor 100 Leuten stehen würdet, welche Frage würdet ihr von eurem Privatleben niemals beantworten wollen? So, diese Frage dürft ihr mir schon mal nicht stellen. Welche Frage würdet ihr beantworten? Diese Frage dürft ihr mir stellen. Das ist dann nur noch meine Entscheidung, dann nur noch im Sinne meiner Interpretation, ob das eine Frage ist, die ich dann auch beantworten kann und möchte. So. Also, wie gesagt, wollt ihr was über mein Privatleben wissen? Stellt euch diese beiden Fragen und dann hinterlasst den Kommentar. Und ich werde nicht mehr auf PN-Nachrichten in-game antworten. So. Dann haben wir das Thema auch geklärt. Weil, tut mir leid, Leute, da kommen in-game-Nachrichten, in-game, PN-Nachrichten, wo ich einfach sage, ey, das braucht ihr mir nicht privat zu schreiben. Das könnt ihr mir auch in den Kommentaren schreiben. Ganz ehrlich. Also, wenn ich von jemandem die Schuhgröße wissen will, dann frage ich dem nicht per PN. Nein, ganz ehrlich, Leute, das ist Schwachsinn. Mal abgesehen davon, ne, durch den Kommentar von diversen Fragen, die ich per PN kriege, da hätte ich mehr, würde ich unter Umständen Zuschauer kriegen. Worauf es ja im Endeffekt beim Let's Play auch ein bisschen ankommt. Ne, ich habe meinen Spaß dran, ich zock das sowieso. Also kann ich es auch gerade so gut aufnehmen und hochladen. Aber, oh Gott, ich fahre verkehrt. Na super. Jetzt fahre ich zum Hafen anstatt zum. Nee, das wollen wir ja nicht. So. Na, also so zwei, so ein paar Zuschauer mehr hätte ich schon gerne. Und deswegen lasst die PNs für unnötige Fragen und schreibt es einfach in die Kommentare. Ist mir viel lieber. Und die Kommentare werde ich dann auch im Video erwähnen. Das ist ja kein Thema. Ne, also, was ich super fand, war der Kommentar von den Spielschweinen zum Beispiel. Von wegen, dass ich gute Videos mache, das höre ich immer gerne. Das ist ganz klar.
Ja, und dass sie halt auch mir die Möglichkeit gegeben haben, meinen Kanal bei ihnen vorzustellen, fand ich super. Fand ich echt super. So, muss ich auch mal so sagen. Ja, da vorne ist der Güterbahnhof. Nachdem ich dann auch richtig abgebogen bin, sind wir dann auch angekommen. Jetzt machen wir das auch wieder halbwegs realistisch hier. So. Rückwärts. So. Ja, noch ein Stück zurück. So könnte es klappen. Voilà. Jetzt geht es ein bisschen Geld rein. Sind wir auf 56.000. Sehr schön. So, liebe Leute, ich würde sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Wotan zockt. Bis dann.